Hey guys, I'm already on and I just want to play you just a few seconds of my new single Geronimo. She goes Gigi, ja ja, la la, let's go Geronimo. Say say so so, la la, let's go Geronimo. Klingt unplugged beim Termin mit Spiegel Online genauso schön wie abgemischt. Aura Dione, derzeit Dänemarks heißester und erfolgreichster Pop-Export. Ihre neue Single Geronimo stieg auf Anhieb von 0 auf Platz 1. Den Song hat sie selbst geschrieben. Ich habe schon als Kind Songs geschrieben. Das war für mich immer eine sehr natürliche Angelegenheit. Das bin einfach ich. Ich habe mich immer gerne selbst ausgedrückt und es ist das Einzige, in dem ich richtig gut bin. Die Sängerin ist derzeit in Europa unterwegs, um ihr neues Album vorzustellen. Beim Besuch ihres Plattenlabels in Berlin kommen neben dem Songschreiben noch ganz andere Talente zum Vorschein. Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's dir? Alles gut. Ja? Ja, ich bin jetzt hier mit Spiegel. Mit Spiegel TV? Ja, das ist richtig. Sehr gut. Und ich spreche sehr gut Deutsch. Allerdings. Vom Schicksal mit echten Hippie-Eltern gesegnet, segelte Aura als Kind um die ganze Welt. Ihr Vater sammelte Gitarren, die Mutter war Musiklehrerin. Als sie 6 Jahre alt war, ließ sich die Familie auf der dänischen Insel Bornholm nieder, wo Auras musikalischer Werdegang begann. Den Durchbruch schaffte Aura Dione, damals noch brünett, vor 2 Jahren mit diesem Song. I Will Love You Monday hielt sich wochenlang in den deutschen Charts und wurde mit Platin ausgezeichnet. Before the Dinosaurs heißt ihr neues Album. Den damit verbundenen Erwartungen sieht die Sängerin gelassen entgegen. Natürlich ist da immer ein gewisser Druck, denn ich habe ja anfangs Songs wirklich nur für mich selbst geschrieben. Das war eine sehr persönliche Angelegenheit. Und jetzt teile ich so etwas Privates mit der ganzen Welt. Fremde kommen auf mich zu und sagen mir, wie sie meine Lieder finden. So, it's not private anymore. Das hat nichts Privates mehr und deshalb sage ich heute, das bin ich. Entweder ihr nehmt mich so, wie ich bin, oder ihr lasst es. Okay, this is who I am, take it or leave it. Jojo, la la, let's go. See you later.